Hallo Ladies and Gentlemen, mein Name ist Coach Tobias Forst, Gründer von Achilles Life Coaching und das heutige Thema des Videos lautet Deine größte Opfergabe. Wir gehen zwei Geschichten heute durch, um im Anschluss dann die implizite Frage zu beantworten, welches deine größte Opfergabe im Umgang, jeglichem Umgang mit Narzissten darstellt. Geschichte Nummer 1. Es gibt einen Mann, sein Name ist Jack. Jack ist 33 Jahre alt. Jack ist selbstständig. Er hat sich vor 5 Jahren im Finanzberatungssektor etabliert und datet gerade eine Frau, die sehr normal, gesund und vernünftig wirkt. Jack ist bodenständig, achtet auf seinen Körper und hat eine gute Einstellung zum Leben. Story Nummer 2. Es gibt eine Frau, ihr Name ist Betty. Betty ist 42 Jahre alt. Betty ist ebenfalls selbstständig. Sie hat 2 Kinder. Ihre Tochter ist 13, ihr Sohn ist 11. Sie ist seit guten 14 Jahren verheiratet, mit den Höhen und Tiefen, aber sie beschreibt diese Ehe als größtenteils sehr erfüllend. Hier könnte es enden, Ladies and Gentlemen. Das könnte es sein. Die Leben dieser beiden Menschen. Es hat einen Grund, warum wir jetzt ein bisschen Achterbahn fahren müssen, um diese ganz zentrale Frage zu beantworten. Was dein größtes Opfer, deine größte Opfergabe im Umgang mit Narzissten jeglicher Art darstellt. Denn das ist nicht, was bei Jack passiert ist. Das ist nicht, was bei Betty passiert ist. Es gibt einen Mann. Sein Name ist Jack. Jack ist 33 Jahre alt. Jack ist unglücklich in seinem 9-to-5-Job. Muss Überstunden arbeiten, für die er mal mehr, mal weniger vergütet wird. Hatte nie die Courage, sich selbstständig zu machen. Vermag es auch nicht, länger mit einer Frau in einer Beziehung zusammen zu sein, was ihn dazu gebracht hat, seit ein paar Jahren auf OnlyFans für Fake-Zuneigung zu bezahlen. Jack lernte seinen ersten Narzissten im Kreissaal kennen, seine Mutter. Jack erfuhr von Geburt an narzisstischen Missbrauch. Als dann Freunde im steigenden Alter, seinem steigenden Alter, dazu kamen, wurden diese modelliert nach, qualifiziert nach dem Modell, wie er es von zu Hause kannte. Insbesondere verdeckten Narzissten. Das erweiterte sich. Die ersten großartigen, grandiosen Narzissten kamen dann auch im Beruf dazu. Jack hatte, trotz des Gefühls, dass irgendetwas nicht stimmt, nicht sehen gelernt. Jack ist 33 und beginnt gerade erst jetzt seine Augen zu öffnen. Wie aus der Szene bei Matrix, als der Protagonist Neo zum ersten Mal außerhalb der digitalen Welt, in der wirklichen Welt erwacht und er stellt einem der Crewmitglieder die Frage, warum schmerzen meine Augen? Und die Antwort an Neo lautete, weil du sie noch nie benutzt hast. Es gibt eine Frau, ihr Name ist Betty. Betty ist 42 Jahre alt. Sie ist selbstständig. Sie hat keine Kinder. Sie datete im Alter von 25 für 8 Jahre einen grandiosen Narzissten, der ihr zu verstehen gab, sie müsse ihre Selbstständigkeit etwas zurückfahren, denn er brauche sie als Unterstützung in der Aufgabe, der er nachging. Der Plan für Kinder wurde von ihrem damaligen Freund immer nach hinten geschoben, Ausreden gefunden,
warum jetzt der falsche Zeitpunkt ist. Und ja, Schatz, tut mir leid. Und später und auf jeden Fall. Und dann mindestens zwei, drei vielleicht. Die Namen wurden schon ausgesucht. Diese Kinder gab es mit diesem Mann nie. Im Alter von 33 löste sich Betty von diesem Mann und begab sich über einen Zeitraum von ungefähr 2 Jahren in Therapie. Nach 1,5 Jahren dieser Therapie nahm sie einen Coach mit dazu. Das wirkte auch, half ihr sehr bei der Heilung. Und Betty fand dann in einer privat organisierten Hilfegruppe, die sich dem Zusammenkommen und gemeinsamen Heilen für Überlebende von narzisstischem Missbrauch widmete, ihren neuen Freund William. William brauchte sichtlich Hilfe. Und William, nach einiger Zeit des Datings, kam natürlich auch die Kinderfrage ins Spiel. Und William eröffnete ihr, dass er heil sein möchte, bevor es Kinder gibt. Aber er möchte auf jeden Fall Kinder mit ihr. William ist verdeckter Narzisst. Die Frau namens Betty, im Alter von 42 Jahren, hat keine Kinder, die sie sich wünschte. Und es ist unwahrscheinlich, dass Betty jemals leibliche Kinder in ihrem Leben haben wird. Was gilt es also jetzt zu tun, daraus zu ziehen? Für einen 33-jährigen Jack, eine 42-jährige Betty, für dich, für mich. Flinte ins Korn, aufgeben, alles beenden? Nein. Nein, und das trotz deiner größten Opfergabe, trotz des größten Opfers, das du bringst im Umgang mit Narzissten, jeglicher Art, in jeglicher Situation, von Familie über Privatbeziehung und beruflich. Deine, meine, unser allergrößter Opfergabe ist Potenzial. Wir opfern Potenzial, Ladies and Gentlemen. Rückblickend, und ich kenne hierzu noch keine Ausnahme, hatten wir alle uns Vorwürfe gemacht, wie wir so blind sein konnten, wie wir so uns durchaus auch mal als dumm bezeichnet haben. Aber das hat mit Intelligenz nichts zu tun. Und um ein Beispiel aus mehreren Flashback-Szenen aus der Serie Game of Thrones zu bringen. Ein Charakter führt den anderen in quasi erlebbare Vergangenheitssequenzen und der andere Charakter möchte auf das Geschehen einwirken und es verändern. Doch der Mentor teilt ihm mit, die Tinte ist trocken. Die Tinte ist trocken. So ist sie in deinem Leben und so ist sie in meinem Leben. Was hier als wichtigstes Tool hilft, nach all dem Potenzial, das wir geopfert haben, ist radikale Akzeptanz. Zwei simple Worte und eine Titanenaufgabe. Und diese Titanenaufgabe, Ladies und Gentlemen, ist jeden Meter wert. Jede Schweißperle, jede Träne, jeglichen Aufwands ist diese Aufgabe wert. Denn die Tinte ist trocken. Haben wir alle viel Potenzial geopfert? Wurden wir beraubt? Ja. Haben wir trotzdem im Rahmen von eigener Blindheit und fehlgeleiteter Empathie und dem Wunsch zu helfen, es auch mit uns machen lassen? Ja.
Deswegen verwende ich auch nie den Begriff Opfer von narzisstischem Missbrauch. Opfer per Definition gibt jede Möglichkeit der Verantwortungsübernahme und der Gestaltungsmöglichkeit ab. Wir sind sehr wohl Empfänger von narzisstischem Missbrauch. Ja, Empfänger. Und trotzdem stehst du am Rad deines Schiffes, ich an meinem. Und wir haben die Möglichkeit, etwas zu ändern. Denn die Tinte ist trocken. Und ja, wir haben viel Potenzial verloren. Und hätten wir alle den Kopf in den Sand gesteckt, hätte ich den Kopf in den Sand gesteckt und mir gedacht, egal was bringt's denn noch, dann wäre ich seit 2,5 Jahren nicht mehr hier. Doch hier bin ich. Und hier bist du. Die Tinte ist trocken. Radikale Akzeptanz, Ladies and Gentlemen. Denn wir können nicht aufhören und wir dürfen nicht aufhören, weiterzugehen, nach vorne zu gehen, aufwärts zu gehen. Sei dein eigener Held und sei deine eigene Heldin. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.